Friedens auch neu denken bedeutet für mich, einen Ort mitzugestalten, an dem sich Generationen begegnen. Die Bedeutung von Friedensau in der Vergangenheit war für unsere Gemeinde eine sehr große. Im Jahre 1899 wurde dann nach dem Kauf dieses Anwesens hier die erste Schule eröffnet mit 12 Schülern. Bis etwa 1920 waren eigentlich fast alle Gebäude, die man so vor der Wende hier kannte, gebaut. Nach der Wende hat sich natürlich Friedensau erweitert. Es gibt ja einen privaten Wohnungsbau, das Altenheim ist modernisiert, ist wesentlich vergrößert. Weiterhin hatte Friedensau hier auf dem Platz, gerade wo wir stehen, die alte Scheune, das alte Feuerwehrhaus. Und wir konnten das, was wir hier sehen, in den letzten Jahren mit Mitteln der EU und natürlich Eigenmitteln wieder auf den Stand bringen, wie wir es jetzt sehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gelungene Anlage. Ich glaube, dass wir noch Entwicklungspotenzial haben, sehr großes Entwicklungspotenzial, was auch anknüpft an die Geschichte, die Friedensau auch schon einmal hatte, als zentraler Ort zur Erholung und auch als zentraler Ort zur Mission. Und deshalb denke ich auch, dass sich der Zeltplatz entwickeln kann, der Ort entwickeln kann und wir unseren Stand in der Kommune oder im Landkreis in der ganzen Gegend noch mehr festigen können, auch als Hochschule. Friedensau neu denken bedeutet für mich, dass die Menschen, die hierher kommen, eine tolle Zeit miteinander haben und gestärkt von hier wieder nach Hause fahren. Ja, auf unserem Zeltplatz hier in Friedensau gab es schon immer Großveranstaltungen. Und ich denke da sehr gerne an das Camporee 2001 zurück oder auch an viele diverse G-Camps. Auch andere Verbände und Gruppen kommen regelmäßig zu uns und beleben diesen Platz hier. 2001 wurde genau für solche Großveranstaltungen eine Arena-Überdachung angeschafft, um eben dort Veranstaltungen durchführen zu können und damit man auch wetterunabhängig ist. Ja, durch die jährliche Nutzung ist das Material natürlich so ein bisschen jetzt in Mitleidenschaft gezogen. Die Jahre sieht man dem Material an und deswegen hat das Bauamt jetzt einen weiteren Aufbau untersagt und uns zu einer Planung eines festen Bauwerkes geraten. Unser Zeltplatz soll nicht nur für Großveranstaltungen attraktiv werden bzw. bleiben, sondern auch für kleine Gruppen. Kleine Gruppen kommen auch sehr gerne zu uns und übernachten hier auf dem Zeltplatz oder sie sind in den historischen Blockhütten oder auch auf dem Karawanenplatz. Deswegen, weil wir merken, der Bedarf ist auch da sehr groß, wollen wir natürlich weitere Unterkünfte schaffen, wie zum Beispiel Stelzenbaumhäuser oder Planwagen. Wir denken an ein Tippidorf oder auch so eine Wagenburg, wo man im Planwagen übernachten kann. Ja, Freizeit und Urlaub soll für Familien, für alle Gäste, die hierher kommen, eine ganz besondere Zeit sein. Sie sollen sich hier wohlfühlen und dafür wollen wir einfach alle Möglichkeiten schaffen. Friedensau neu denken bedeutet für mich, Friedensau für viele Menschen erlebbar zu machen. In Friedensau bilden wir Studenten aus für die Arbeit mit Menschen in allen Fachbereichen. Und beim Sommercamp haben sie die Gelegenheit, ihre praktischen Erfahrungen zu sammeln für ihre berufliche Tätigkeit später und auch für ihr Engagement in den Gemeinden vor Ort. Ergänzen werden wir das Sommercamp durch das, was wir als Hochschule sowieso schon anbieten, wie die Kinderuni oder öffentliche Vorträge und Lesungen in der Bibliothek. Aber auch was Praktisches kann gemacht werden. In der Töpferei, in der Tischlerei, in der Backstube, in der Apfelpresse bieten sich viele Gelegenheiten, was auszuprobieren und zu erleben. Und praktisches Ausprobieren geschieht natürlich auch beim Sport. Klettergarten, Bogenschießen, Bolzplatz, Tennisplatz, alles das steht offen für die Menschen, für die jungen Menschen, die hier sind und ihren Sommer hier erleben. Jeder, der hier war, weiß, Friedensau ist für alle ein Ort zum Auftanken und auch um Impulse mitzunehmen, nach Hause. Ich hoffe, dass Friedensau noch mehr Interesse weckt und die Menschen, die hierher kommen, immer mehr begeistert. Also ich wünsche mir Friedensau als große Familie, die für Außenstehende da ist, die für die Gemeinschaft da ist. Und ich wünsche mir, dass wir als Freikirche sagen, Friedensau ist der Ort, an dem wir uns begegnen.